Da wir seit ein paar Wochen über Kindheitsserien reden, bin ich heute an dem Punkt angelangt, an dem mir aufgefallen ist, wie kurz eigentlich manche Kindheitsserien von uns waren. Es ist nämlich für mich persönlich sehr, sehr erschreckend gewesen, eine Serie, mit der ich aufgewachsen bin, die ich mehrere Jahre geschaut habe, dass die einfach nur 50 bis 70 Folgen hat. 50 bis 70 Folgen für 6 Jahre schauen? Wie oft muss ich denn Wiederholungen gesehen haben, ohne dass ich es gemerkt habe? Beziehungsweise, wie normal war es eigentlich damals, jede Woche auf eine neue Folge zu warten? Nicht wie heutzutage bei Netflix, hier, die neue Staffel ist draußen, die neue Staffel ist draußen, sondern, hey, nächste Woche Donnerstag, 15 Uhr, sei pünktlich, RTL 2, weil danach wird die Folge erst am nächsten Mittwoch, kurz vor der neuen Folge, dann erst wiederholt. Von daher, sei pünktlich da oder du hast gelitten. Also, nochmal um festzustellen, es waren damals ganz, ganz andere Zeiten. Aber ich fange dann jetzt mal an und präsentiere euch meine zwei Serien, die mich komplett umgeworfen haben, weil es nur so wenig Folgen gab, obwohl ich persönlich dachte, es wäre viel, viel mehr. Als allererstes hätten wir eine Serie, die vielleicht nicht jeder kennt, aber viele von euch waren bestimmt damals, genauso wie ich in der Kindheit, riesengroße Dinosaurier-Fans. Und was gab es damals für eine Dinosaurier-Serie? Richtig, die Dinos. Ja, die hieß einfach auf Deutsch so, kann ich auch nichts dafür. Und ich glaube, auf Englisch hießen sie auch nur Dinos oder sowas. Ich persönlich, als kleiner Junge, habe natürlich jedes Jahr mega viele Dinosaurier-Referate, Präsentationen und sonst was in Geschichte, Erdkunde, Biologie, alles mögliche, habe ich immer nur Dinosaurier reingequetscht. Und da waren die Dinos natürlich ein riesengroßes Highlight für mich. Schreibt ihr doch jetzt schon mal gerne in die Kommentare, ob ihr denn die Dinos selber gesehen habt. Mit diesem kleinen Baby-Dino, der immer auf seinem Vater saß und gesagt hat mit der Pfanne, nicht die Mama, nicht die Mama. Wenn ihr das selber kennt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Also, ich werde diese Serie, weiß nicht, 2002, 2003 irgendwann geschaut haben. Und ich dachte persönlich, dass sie auch ungefähr um die Zeit rausgekommen ist, weil ich sehe sie ja gerade live im Fernsehen. Das heißt, es muss ja gerade rausgekommen sein. Das war sehr, sehr lange meine Logik. Dann musste ich sozusagen den ersten Schock erstmal von dieser Serie verkraften. Und zwar kam die Serie 1989 raus. Das sind 7 Jahre, bevor ich geboren bin. Da gab es die Serie schon. Ich bin nicht der Erste, der die Serie gesehen hat, sondern sehr, sehr viele Jugendliche und Kinder vor mir. Und ich dachte, das kam raus nur für mich, weil ich ja so ein großer Dino-Fan war. Ist aber nicht so. Naja, aber um auf das Thema zurückzukommen. Wie viele Folgen hat denn diese Serie? Beziehungsweise, ich habe das ja wirklich über mehrere Jahre hinweg geschaut. Jede Woche für Woche kam eine neue Folge raus. Und dann gab es einfach nur 65 Folgen. Das 65 Folgen ist heutzutage für eine Serie nichts. Das sind 6 Staffeln, A10 Folgen und dann ist es rum. Das hört sich natürlich jetzt dann doch erstmal, wenn man es so ausdrückt, relativ viel an. Aber um es in den Vergleich zu ziehen, mit einer anderen Serie, irgendwie How I Met Your Mother, die 8 Staffeln hatte, aber pro Staffel 24 Folgen. Das ist ein Riesenunterschied. Und dann 65 Folgen heutzutage. Es gibt andere Serien, wie ich die letzten Wochen aufgezählt habe, die haben 900 Folgen, 1000 Folgen, alles mögliche. Und die ist nicht mal an die 100 rangekommen. Und für mich war das meine komplette Kindheit und sogar fast schon Jugend. Und wusstet ihr eigentlich, dass es bei den Dinos wirklich ein schreckliches Ende gab? Ich hatte das irgendwie nie so richtig auf dem Schirm, aber die sind am Ende einfach ausgestorben. Es kamen Meteoren runtergeflogen, die Dinos sind einfach gestorben. Ausgestorben, fertig. Hab ich nie auf dem Schirm gehabt, sind einfach ausgestorben. Aber na gut, jetzt von dem ersten Schock vielleicht schon wieder erholt. Hoffentlich habt ihr kurz Pause gedrückt und konntet durchatmen, wenn ihr die Serie kennt und sagt, was, 65 Folgen, kann gar nicht sein. Ja, dann kamen wir nämlich in die zweite Kindheitsphase. Als erstes, jeder von uns hat Dinos geliebt. Und als zweites kommt wirklich jeder erstmal. Ich sag nicht, dass da jeder ein großer Fan von ist. Aber erstmal in das Vergnügen mit Fußball. Ich selber habe früher im Verein gespielt und was ist dann die passende Serie dazu? Richtig, Super Kickers 2006. Wie der Name schon sagt, kam es 2006 raus. Gerade die WM bei uns im Land, die wir leider verloren haben. Ich habe damals geweint, sehr, sehr schlimm geweint mit 10 Jahren, riesen Deutschlandflagge und so weiter und so fort. Aber dann kam diese Serie und ich habe sie gesehen mit Captain Tsubasa und seinem damaligen Rivalen oder bester Kumpel, wie auch immer man das sehen möchte, Hyuga oder Hyuga. Gab immer zwei Versionen, ich weiß nicht, was da davon jetzt richtig war. Aber der hat auch immer seinen richtig coolen Tigerschuss rausgehauen. Also, falls ihr die Serie auch kennt, gerne in die Kommentare und sagt mir, ob ihr sie auch geschaut habt. Und könnt auch jetzt gerne schon reinschreiben, wie viele Folgen ungefähr diese Serie hatte. Natürlich wisst ihr jetzt schon, es hat weniger als ihr gedacht habt, aber ihr könnt ja mal einfach mal so schätzen, wie viele Folgen es sind. Dann begleitet man also, während man im Fußballfieber ist, Captain Tsubasa, also Tsubasa Ozora und sein Team, wo sie so kleine Jungs waren und dann nach einem Timeskip, sage ich mal, in die Nationalmannschaft kommen mit 16, 17, 18, so große, lange Lulatsche geworden sind. Und ja, ihr habt sie die ganze Jugend durch begleitet, wie sie groß geworden sind mit Fußball, genauso wie wir groß geworden sind mit Fußball. Und dann der Schock. Super Kickers mit Tsubasa und seinen Jungs.
hatte insgesamt nur 52 Folgen. Wenn ich mich auch so recht dran erinnere und auch nochmal nachgeschaut habe, war er ja erstmal lange Zeit klein und ist dann, wie gesagt, nach dem Timeskip groß geworden. Und diese kleine Phase ist auch nur ein kleiner Teil der Serie. Es sind nämlich gerade mal 21 oder 24 Folgen dieser ganzen Serie, wo er klein ist. 24 Folgen, wo er Turnier über Turnier über Schulturnier und Schulspiel und ich muss mich der Mannschaft vorstellen, ich ziehe irgendwie um und keine Ahnung was. Das alles soll in 20 Folgen passiert sein. Das kam für mich wie die ersten 100 Folgen vor. Und dann ist er groß und für mich kam der große Teil gar nicht mehr so groß vor. Sondern Nationalmannschaft, Brasilien, ich glaube, er hat dann auch in Barcelona gespielt und da ein, zwei Turniere mitgespielt, eine WM mitgespielt und dann war das auch schon gegessen. Aber trotzdem waren das ja für mich trotzdem 50, 60 Folgen, nur wo er groß war. Aber es waren insgesamt 52 Folgen und davon eine knappe 20er Anzahl, wo er klein war und die restlichen knappen 30 Folgen, wo er groß war. Das hat absolut mein Mind geblowt. Damit sind wir aber auch schon durch mit den zwei Serien, die viel, viel kürzer waren, als ich persönlich gedacht habe und meine komplette Kindheit jetzt damit ruiniert haben. Das heißt, man kann sie an zwei, drei Abenden einfach mal kurz durchbingewatchen. Keine Ahnung. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, falls ihr noch eine Serie habt, wo ihr früher immer dachtet, sie wäre viel länger. Und wenn ihr jetzt drüber nachdenkt oder es googelt, es sind plötzlich doch nur 50 bis 70 Folgen. Gerne in die Kommentare mit euren Vorschlägen. Vielleicht gibt es dann noch ein paar, zwei, wenn ich genug Vorschläge gesammelt habe. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis dann und ciao. Da wir seit ein paar...